EVRTV wird Ihnen präsentiert von Micromusic und Buderus. 16. Spieltag in der Eishockey-Oberliga Süd. Der EV Regensburg empfängt am heutigen Abend den Deckendorfer SC. Die Gäste aus Niederbayern gastieren heute zum Derby hier in der Regensburger Donauarena. Und es ist ein richtiges Spitzenspiel, denn der Zweite aus Regensburg empfängt den Vierten aus Deckendorf. Gecoacht wird der DSC vom Ex-Regensburger John Sisinski, der wirklich im Sommer gemeinsam mit Manager Christian Zessak einen homogenen, einen starken Kader für die Niederbayern zusammenstellen konnte, der vor allem auf den Kontingentpositionen für Furore bis hierhin gesorgt hat. Dementsprechend sind die Niederbayern auch auf Platz 4. Allerdings gab es am letzten Wochenende eine Nullrunde und zwar gegen die beiden Ligenneulinge Lindau und Höchstadt. Sowas kann passieren, sowas war allerdings nicht eingeplant. Deshalb gibt es ein Polster zwischen Platz 2 und Platz 4 für den heutigen Abend und zwar von 4 Zählern. Das ist aber nicht eine Ausrede für Regensburg, heute nur mit Halbgas zu spielen, denn es muss immer Gas gegeben werden, vor allem in Derbys, denn die schreiben sowieso die eigenen Gesetze. Wie immer im Gegnercheck, die Mannschaften im direkten Vergleich, wir sprechen davon vom Face-to-Face. Der beste Punktesammler beim EV Regensburg ist Kapitän Billy Drew mit 30 Zählern, der aber allerdings heute nicht mit dabei ist. Das spielt keine Rolle, trotz alledem in dieser Wertung auf Platz 1. Bei den Gästen ist das Kyle Gibbons mit insgesamt 25 Zählern. Gibbons übrigens aus dieser SPHL verpflichtet, aus der auch Adam Stewart kam, der vom EV Regensburg nach 7 Testspielen wieder nach Hause geschickt werden musste. Warum? Die Leistung war ausbaufähig und nicht zufriedenstellend. Man sieht also, auch in der SPHL gibt es Spieler, die Qualität haben, man muss nur den richtigen finden. Dann die Top-Torjäger beim EV Regensburg, Brandon Wong auf Platz 1 mit 11 Treffern. Auch hier wieder Kyle Gibbons bei den Gästen, der Beste seiner Zunft. Sensationelle 20 Treffer stehen bisher zu Buche. Das ist ein Wert, davon kann man richtig gut zehren und auch vor allem die Deckendorfer haben richtig, richtig davon gezehrt, denn Kyle Gibbons ist die Lebensversicherung beim DSC, wird von Curtis Leimer bedient und versenkt die Scheiben immer wieder in den Maschen des Gegners und ist ein Punktegarant für die heutigen Gäste. Dann die Top-Vorlagengeber, wie schon angesprochen bei den Gästen. Curtis Leinweber mit 21 Assists beim EV Regensburg hat Kapitän Billy Chu seine Mitspieler bereits 22 Mal bedient. Die Torhüter bei der Mannschaft beim EV Regensburg gibt es gleich 2 in dieser Wertung. Cody Brenner mit einem Shutout beim Gegentorschnitt von 2,43 pro Spiel und Daniel Fiesinger ebenfalls einmal zu 0 mit einem Gegentorschnitt von 1,25. Bei den Gästen ist die nominelle Nummer 1 Sandro Agricola, der einen Gegentorschnitt von 3,38 aufweisen kann bei einem zu Null Spiel. Ob Agricola heute Abend spielt, steht noch in den Sternen. Leicht angeschlagen, krankheitsbedingt, hieß es vorgestern aus dem Deckendorfer Lager. Wer heute spielt, Agricola oder Filimonov, entscheidet sich vor dem Spiel. Beziehungsweise, was steht denn auf dem Spielberichtsbogen? Die Gäste sind schon da, wir sind gespannt. Die Kulisse heute sollte gut sein, das Spiel wird gut sein. Ein richtiges Topspiel. Donau-Derby in der Donau-Arena, der EVR gegen den Deckendorfer SC. Bis gleich auf dem Eis.